Ja, hi Leute, ich bin's wieder, Lego Stars Freak 303. Und ja, zunächst mal möchte ich mich noch entschuldigen, dass ich in letzter Zeit weniger Videos mache. Ja, ich hatte jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel Bock, Lego Star Wars zu machen. Jetzt habe ich aber wieder mehr Lust drauf. Habe jetzt auch ein neues Mock gebaut. Und ja, jetzt kommt aber erstmal das Unboxing vom Contestpreis von Lego Marv 99. Ja, ist heute angekommen. Ja, ich hatte halt bei seinem Mock-Contest den ersten Platz belegt. Und ja, für die, die nicht wissen, was für den ersten Platz gab, können ja gleich mal gucken. Die anderen, ja, ich pack's es erstmal einfach aus. Ja. Kleinen Moment. Ja, ich habe das jetzt hier geöffnet. Das mal aus. Okay. Ich habe schon die Sachen. Okay, erstmal einen Zettel. Hi, Lego Star Wars Freak 333. Hier ist dein Preis. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Hab noch ein kleines Extra reingelegt. Viele Grüße, Lego Marv 99. Ja, vielen Dank dafür. Und ja, wie ich sehe, ist hier die passende Figur. Ja, ich mache das mal auseinander. So, und zwar, das ist die Figur, ein so ein Ewok, ich weiß nicht, ob der irgendeinen Namen hat, ich mach mal uns ab, so hier aufmachen, konnte man noch irgendwie bei den Ewoks, naja, egal, ja, der hat halt hier so ein Fell-Dings, ja, ist halt aus dem Ewok-Tech-Set, halt mit Speer, und jetzt habe ich gerade gesehen, das Extra ist ja wohl mal der Hammer, also so ein geiles Extra. Machen nur echt wenige da rein. Ja, und zwar, es ist ein Klonblaster von Little Arm Shop. Ich bin echt froh, wenn mir jemanden als extra eine Little Arm Shop Waffe mitschickt, weil ich selber würde da nicht bestellen. Ich finde es zu teuer und ja, ich brauche die Waffen trotzdem. Und wenn jemand noch Little Arm Shop Waffen tauschen würde, entweder diese hier oder die langen Klonblaster. Oder die Commander-Pistolen. Die drei Sachen brauche ich am meisten. Ja. Und ja, also die brauche ich halt sehr viel. Ja, nur so nebenbei, wer das hat, der kann mir das ja mal sagen. Dann kriegt der vielleicht irgendwas aus meinem Tauschangebot oder was anderes. Jetzt mache ich das hier nochmal gerade dran. Kleinen Moment. Ja. Okay, also. Ja, ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte halt den ersten Preis und ja, das ist halt dieser Ewok mit Speer und als extra diese Waffe. Ja, dann würde ich sagen, abonniert auf jeden Fall Lego Marv 99, nicht nur, weil ich seinen Contest gewonnen habe. Er macht auch echt geile Mocs, also das ist echt sehenswert, wer ihn nicht kennt, was ich nur bei wenigen vermute, weil eigentlich kennen ihn schon die meisten. Der sollte sich auf jeden Fall mal seinen Kanal durchsehen. Also ich habe mir fast alle seine Videos angeguckt und ja, ich finde es halt sehr geil. Und ja, dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Abo-Empfehlung an ihn, Abo-Empfehlung an, wie heißt der jetzt? Hunter 100 und dann 45, also nicht 145, sondern 10045, Hunter 10045. Der macht echt geile Videos, der lädt die Staffel 4 Folgen auf Englisch hoch und zwar komplett. Ja, deswegen, ja, ein großes Dankeschön an ihn, falls er das hier sieht und auf jeden Fall eine Abo-Empfehlung. Ja, dann würde ich sagen, ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Little Arm Shop Waffen habt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.